Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity 5. Eine neue Folge steht heute mal wieder auf dem Programm. Was werden wir heute tun? Ja, ich denke, wir werden uns heute jetzt endlich mal die Geschichte hier mit der Universität anschauen. Werden aber vorher noch uns grob einen Überblick verschaffen, wie wir denn aktuell aufgestellt sind. Ich weiß, das ist langweilig, aber es muss halt ab und zu sein. Fangen wir mal mit unseren Beständen an. Oh, es ist auffällig, wir haben hier kein Erz mehr. Normalerweise hatten wir immer eine Reserve. Hier ist es auch schon rückläufig. Was ist hier los? Verbrauchen wir zu viel? Hier werden 85,8 Tonnen pro Tag gefördert. Das sollte doch reichen normalerweise. Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Wir hauen 96 Tonnen am Tag raus. Ja, dann ist es ganz normal, dass der Bestand rückläufig ist. Also hier müssen wir tätig werden. Wie sieht es momentan aus? Da haben wir noch ein bisschen was. Okay. Wo können wir den hinstellen? 133, 130, 117. Ja, stellen wir da hin, dass wir einfach unseren Output hier noch ein bisschen pushen. Weil ich möchte jetzt ungern dieses Werk da unten wieder in Betrieb nehmen, weil es einfach zu groß ist. Also dann würden wir ganz extrem unser Lager wieder füllen und das steht einfach nicht dafür. 85,8, also wir müssen 96 produzieren. Da warten wir jetzt einfach mal, bis dieser Schacht zu arbeiten anfängt, wie dann die Zahlen aussehen. So, was hat er hier für ein Gejammer? Er möchte wieder die Eisenbahn. Ja, kann man drüber nachdenken, allerdings erst, wenn bei uns der Export ein bisschen klemmt. Im Moment haben wir das Problem nicht. Ansonsten müssten wir uns überlegen, wie wir diese Eisenbahnanbindung hier hochbekommen. Das wird wahrscheinlich wieder eine ziemliche Friemelei werden. Aber solange wir es nicht machen müssen, würde ich es gern so lassen, wie es aktuell ist. Oder täuscht es mich oder ist es gerade viel Verkehr? Na, es täuscht. Okay, es sah jetzt im ersten Moment bloß so aus. Oh, hier haben wir jetzt ein bisschen was. Die Färbung ist jetzt alles andere als toll. Vor allem das stockt ein bisschen. Ja, löst sich aber langsam auf. Okay, gut. Also punktuell lässt sich's nicht vermeiden, dass einfach mal Staus entstehen. Aber wenn es wirklich über längeren Zeitraum ist, dass es durchgehend eigentlich rot ist, dass überhaupt nichts mehr vorwärts geht, ja spätestens dann muss man wirklich aktiv werden. Aber noch ist es vertretbar, würde ich sagen. Vielleicht sollte man auch mal hier so langsam unsere Industrie ein bisschen umbauen, weil es ja verkehrstechnisch jetzt nicht gerade unbedingt so optimal abgestimmt ist. Halt, was war das jetzt? Falsch gescrollt. Ja, aber noch kein größeres Problem, würde ich mal sagen. Noch ist in Ordnung. Okay. Oh, wir sind jetzt knapp bei 100.000 Einwohnern. Also die Grenze haben wir bald geknackt. Mittlerweile sind wir bei 95. Ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich ein bisschen gepennt. Das ist ja hübsch. Also hier, die Blöcke sind mittlerweile auch schön aufgestiegen. Das einzige, der noch ein bisschen rumzickt, ist der hier. Aber die restlichen sind alle schon oben. Hier stehen noch ein paar aus. Ei, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die haben jetzt Solarzellen auf dem Dach. Das ist ja auch witzig. Das ist ja nett. Der hat noch keine. Aber hier haben wir schon Solarzellen. Hängt das mit der Technikstufe zusammen? Kann das sein? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich noch nie drauf geachtet. Aber könnte ich mir vorstellen, wie sieht es denn hier aus? Ja, der hat auch Solarzellen. Der hat auch Solarzellen. Die haben auch Solarzellen. Muss ich mir mal die Videos anschauen, so zu Beginn des Let's Plays, wie es da ausgeschaut hat. Da könnte ich wetten, dass da keine Solarzellen drauf waren. Ja, dann müsste sich das ja... Hey, was ist hier? Ja, Update Metallzentrale, alles klar. Ja, da fehlen noch knapp 5 bzw. gute 420.000 Simoleons. Das wollen wir nicht schaffen. Genauso wie das Update bei der Handelszentrale, also tägliche Gewinn 2 Millionen, weil wir hier mit unserem Ding garantiert nicht gebacken bekommen. Ja, aber das würde mich interessieren mit den Solarzellen. Heißt das, wir verbrauchen dann auch weniger Strom? So, ist jetzt mal rein spekuliert, weiß ich nicht, habe ich nie ausprobiert, aber ich sehe schon, hier wird es schon wieder knapp. Also wir laufen so in den Bereich gelb, was nicht sehr schön ist. Und haben aber ein relativ volles Lager. Also kennen wir ja diesen Effekt, dass wenn der Kohlebestand im Kohlekraftwerk zu niedrig ist, dann fällt die Produktion des Stroms. Aber so wie es momentan aussieht,
können wir jetzt langsam mal drüber nachdenken, hier unser zweites Kraftwerk anzuschmeißen. Beziehungsweise da denkt man gar nicht drüber nach, sondern das schmeißen wir einfach an. Weil Kohle haben wir ja noch genug, das ist nichts Problem. Das Werk hier baut 60 Tonnen am Tag ab, beziehungsweise knapp 61. Wir verbrauchen hier unten ja 24. Dieses Werk schluckt 34. Haben wir noch Luft? Und was braucht der jetzt? Ja, okay, dann müssen wir warten, bis die Zahlen stehen. Der hat ja auch, der ist ja voll ausgebaut hier, dieses Werk. Der hat ja 4 Kamine, 4 Generatoren und der hat ja bloß einen. Aber ja, wobei, der hat so einen schmutzigen. Nee, den wollen wir nicht. Wir wollen den nicht ganz so schmutzigen. Deswegen fliegt der Junge hier raus. Auf Wiedersehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder genug Strom. Das sollte reichen. Das sollte nichts Problem sein. Wir haben beim letzten Mal auch, fällt mir gerade ein, die Steuern erhöht. Halt, was haben wir hier noch von Signal? Was hat er für Sorgen? Lager voll. Lager voll? Wo ist das Lager voll? Ist da nirgendwo das Lager voll? Ist doch alles in Ordnung. Ah, der hier hatte wohl Probleme. Ja gut, das, dieses Phänomen kennen wir ja. Das hat man mal vor gewisser Zeit beim Kohlebergwerk. Haben wir jetzt auch schon wieder kurz vor knapp. Also die Jungs scheinen da nicht wirklich das Zeug zeitnah abzutransportieren. Aber dann helfen wir halt kurz nach. Bauen wir eine zweite Garage hin. Und hier ebenfalls, dieses Werk steht ja eh, bis die Ressourcen weg sind. Und dann fliegt das Ding wieder raus. Also allzu lang wahrscheinlich nicht, weil das Vorkommen hier an dieser Stelle war ja nicht so üppig. Also kein Problem in der Regel. Was wollte ich? Ja genau, ich wollte auf die Steuern schauen. Wir haben das letzte Mal die Steuern erhöht, weil wir gesagt haben, wir haben mittlerweile so viel in die Infrastruktur und in die Dienstleistungen unserer Stadt gesteckt, als dass wir das auch gerne mal auf unsere Bevölkerung umlegen können. So sehen die Einstellungen momentan aus. Und jetzt haben wir ja schon eine gewisse Zeit ins Land gehen lassen. Und jetzt denke ich, ist es mal an der Zeit, ein Review zu machen und zu schauen, wie kommen denn die neuen Steuersätze an. So. Das habe ich mir gedacht. Unsere Reichen, denen gefällt es überhaupt nicht. Also die finden, die Steuern sind zu hoch. Die Jungs von der mittleren Einkommensschicht haben mit der Steuer gar kein Problem. Also die sagen, okay, ist in Ordnung, zahlen wir. Und das müssen wir uns merken, der Satz ist also in Ordnung. Und bei der unteren Einkommensschicht genau das gleiche. Interessant, ne? Hier ist es so, dass die Spitzenverdiener schon früher jammern. Na ja, gut, das ist eigentlich wie nicht. Also, ja, kann man sagen, realistisch simuliert, nicht schlecht. Aber bei den anderen ist es in Ordnung. Also müssen wir uns den Wert nochmal anschauen. Bei den Gewerben, ja, denen geht's alle prima. Also ich, ja, bin total begeistert. Da jammert auch keiner mehr von wegen, wir brauchen Frachtlieferungen oder sonstiges. Hat man ja mal vor gewisser Zeit. Und das macht die Industrie. Die sind auch zufrieden. Ja, also keine Schmerzen, was die Steuer angeht. Das überrascht mich jetzt doch. So, und wenn wir jetzt diesen Wert zurückfahren, wie wirkt sich das aus? Ja, das ist ja ein Witz, oder? Das sind ja 200 Simoleons. Ja, komm. Also, bevor ich mir dann das Gejammer anhöre, dann lasse ich es lieber so gut sein. Ja, ja, ist in Ordnung. Auf diese 200 Simoleons können wir gerne verzichten. Da haben wir keinen Schmerz mit. So. Der produziert mittlerweile. Also, der braucht 9 Tonnen am Tag. Der hier braucht 35 Tonnen am Tag. Sind wir bei 44. Und das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Okay, sind wir bei 66. Wir produzieren 60. Das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Wir haben hier 2 Schächte. Wie viel haben wir im Lager? Haben wir 100? Haben wir 20? Ja, komm, dann lass gut sein. Dann haben wir ja keinen Schmerz. Jetzt weiß ich auch, warum der hier jammert, lagervoll. Er kann nichts mehr abladen. Hier haben wir das volle Kohlelager, hier haben wir das volle Kohlelager. Wo will er es denn hinbringen? Also die Meldung, völlig nachvollziehbar. Allerdings erztechnisch, hier haben wir 50. Hier haben wir nichts. Da müssen wir jetzt aufpassen. Okay, mittlerweile der Erzoutput nach unserem weiteren, oder nach der Erweiterung um einen Erzschacht, sind wir mittlerweile wieder im grünen Bereich. Das heißt, wir können hier ganz locker jetzt unser Lager wieder auffüllen. Somit wäre diese kleine Mini-Krise, ich nenne es jetzt mal Mini-Krise, abgewendet und ausgesessen. So, aber da ist immer noch viel Verkehr.
Eieiei. Wie wird denn eigentlich unser Nahverkehr genutzt, unser öffentlicher? Schauen wir doch mal kurz. Busse. Wartezeit ist in Ordnung. Passt soweit. Straßenbahn ist, denke ich, auch noch alles im grünen Bereich. Hat sich die Nutzung sogar ein bisschen verbessert, was das angeht. Züge, Boote, Flugzeuge haben wir alles nicht. Aber wir könnten nochmal ein Park and Ride bauen. Das wäre nicht ganz verkehrt, wenn wir das machen. Wir haben ja jetzt hier auch zusätzlich Bevölkerung, also würde ich vorschlagen, dass wir das irgendwo hier an dieser Stelle vielleicht noch hinstellen. In der Hoffnung, dass es was bringen möge. So, wäre das auch erledigt. Wie sieht es momentan mit unseren Zahlen aus? Arbeitsplätze sind wieder etwas zurückgegangen, aber kein Wunder, wir haben ja hier jetzt relativ viel neue Jungs der unteren Einkommensschicht einziehen lassen. Konsumtechnisch der Super-GAU nach wie vor bei unseren Niedrigverdienern. Ansonsten ist, denke ich, in Ordnung. Okay, bei unserer Oberschicht haben wir ja das altbekannte Problem, aber der Kollege hier, der will einfach nicht aufsteigen auf die neue Einkommensstufe. Warum, wieso, weshalb, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich wollte, es fällt mir gerade ein, weil ich sehe, beim letzten Mal, halt, was ist hier, Strom? Kohlevorräte knapp, was ist denn hier los? Ah, hier kommt schon der Kohletransporter, okay. Gut, also dann ist das in Ordnung. Passt wieder alles, war bloß kurz temporär. Ein kleines Problemchen. Alles im grünen Bereich ist okay. Nee, was wollte ich machen? Genau, ich wollte mir diesen kleinen Laden mal anschauen. Der ist, denke ich, total übrig. Der bringt uns an dieser Stelle nicht mehr weiter. Den haben wir ganz am Anfang gebraucht, als wir hier so unsere ersten Bonzen haben einziehen lassen. Aber mittlerweile ist der, denke ich, übrig wie sonst noch was. Deswegen weg damit. Er bringt uns nichts. Er kostet nur unnütz Arbeitsplätze. Und da nutze ich doch hier lieber die Chance und weist dieses Gebiet noch zusätzlich als Wohnfläche aus. Vielleicht entsteht hier ja noch was. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber den Versuch würde ich trotzdem gerne unternehmen. Genauso wie ich hier gerne noch ein bisschen Wohngebiet ausweisen würde, in der Hoffnung, dass hier noch was entsteht. Jawohl, es entsteht auch was. Direkt neben der Schule, die haben wir ja voll ausgebaut. Da sollte somit keinerlei Schmerzen oder sollten sich keinerlei Schmerzen ergeben. Von wegen, wir haben dann plötzlich keinen Platz mehr oder sonstiges. Also ich denke, das passt soweit. Wie sieht auch, es ist aber nach wie vor extreme Nachfrage nach Wohngebieten, ne, wenn wir uns das anschauen. Es ist schon heftig. Das ist schon heftig. Weil ich es gerade sehe, die kleine Feuerwache hier können wir ja abreißen. Brauchen wir nicht mehr. Wie sieht die Geschichte im Gesundheitswesen aus? Ja, relativ viel Kranke. Das ist auffällig. Wir haben relativ viel Kranke. Woran liegt es, dass wir so viel Kranke haben? Ja, also könnte man natürlich erstmal vermuten, dass es vielleicht an der Luftverschmutzung liegt. Ja, ja gut, da entsteht auch einiges. Allerdings haben wir die Windrichtung ganz klar hier in die Richtung und da haben wir keine Wohngebiete. Bodenverschmutzung, ja, da merkt man deutlich, dass durch die Geschichten hier extrem viel Bodenverschmutzung entsteht. Denke ich, ist auch möglicher Grund dafür, dass wir so viele Kranke haben. An der Keimkarte, ja, sieht man auch ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht gerade erfreulich, diese Situation hier. Und ich denke, wir werden hier auch auf ein größeres Krankenhaus gehen müssen, weil wir sehen schon hier so die Klinik, die füllt sich. Und ja, was kosten die Nummer hier? Oh, 1700 die Stunde, das ist voll heftig. Aber hat natürlich auch Mordskapazität, also 50 Patientenzimmer, 40 Wartezimmer. Die Kiste kostet 900. Ja, weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht, sollen wir es machen? Was denkt ihr denn? Sollten wir hier noch eine große Klinik hinbauen, ein großes Krankenhaus? Weil es sind schon wirklich viele. Also wenn man sich das mal anschaut hier, das ist schon eine Menge Holz. Klar, noch bräuchten wir es nicht. Aber man, es wird ja mehr Bevölkerung bei uns. Oh, ist schon wieder ein Verletzter. Ich denke, über kurz oder lang werden wir das machen müssen. Also irgendwann werden wir hier an die Grenze stoßen und ja, also vielleicht schreibt doch mal kurz, wenn ihr Zeit und Lust habt, eure Eindrücke, eure Ideen. Brauchen wir dieses große Krankenhaus, ja oder nein?
Ja, so wie es momentan aussieht, werden wir nicht drum rumkommen. Vor allem, ich werde jetzt wieder diesen zusätzlichen Patientenflügel aktivieren müssen, weil die Kiste ist voll. 24 von 25, jetzt haben wir noch ein paar mehr. Also das Ding, glaube ich, war bitter notwendig. Wo können wir denn sparen? Was macht unsere Müllverbrennung? Ui, Müllverbrennung momentan, die Müllhalde leer. Also sofort die Kiste hier ausschalten, 300 Simoleons sparen. Das wäre ja gelacht. Das wäre gelacht, so. Aber hier ist echt viel Verkehr, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. So, was wollen die Jungs im Rathaus? Jetzt mache ich lauter andere Sachen. Ich wollte eigentlich die Uni bauen. Archäologie heißt ja auch noch offen, gell? Thema Großprojekte, da warte ich immer noch auf eure Vorschläge und Ideen. Ja, Uni. Na, ich glaube, ich schiebe das mit der Uni. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Also jetzt habe ich wieder zu viel mich mit anderen Dingen beschäftigt. Aber das ist schrecklich in dem Spiel. Man kommt hier vom Hundertste ins Tausendste und will gleich 200, 300 Dinge auf einmal machen und ja, dann, ne? Ihr könnt es euch in etwa denken. Dann merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. So, unser Kohlelager ist aber immer noch nicht rückläufig, nein. Also noch ist alles in Ordnung. Was machen denn die Exports eigentlich? Wir haben auch schon lange nicht mehr geschaut. Metall immer noch relativ niedrig, Plastik genauso, Legierung auch. Also trotz niedriger Preise aktuell immer noch ein Monatsplus von gut 200.000 Simoleons. Wir sehen es auch jetzt, wir sind mittlerweile bei 1,65 Millionen. Ich denke, das ist recht ordentlich. Also wenn ich mich zurückerinnere an die Anfangszeiten von unserem Let's Play, was haben wir da ständig knappe Kasse gehabt? Das war ja Wahnsinn. Also da habe ich schon gedacht, ich muss jetzt irgendwo hier einen Hut aufstellen und sammeln. Aber mittlerweile durch diese Exportgeschichte, speziell auch mit der Schmelzhütte, am Anfang, wo wir ja nur die Rohstoffe exportiert haben, war es noch gar nicht so toll, aber jetzt speziell durch die Schmelzhütte natürlich auch Kombination mit Recyclingszentrum Plastik, rollt der Rubel bei uns. Ich weiß gar nicht, wer hat mir denn damals den Tipp gegeben mit der Schmelzhütte, ich glaube der Dennis war es. Also nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle, war echt ein toller Tipp. Und zum Abschluss, wenn ich es gerade sehe, vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf die Wasserkarte, ja, mittlerweile komplett durchgehend tiefes Blau, ja, braucht man nicht mehr großartig was dazu sagen, die Kiste läuft, da müssen wir auch wahrscheinlich nichts mehr nachjustieren, ja, außer vielleicht im Abwasserbereich, aber ansonsten ist, denke ich, alles gut soweit. Okay, also dann halt mal fest, beim nächsten Mal jetzt aber dann wirklich die Universität bauen und die Kiste hier abreißen und dann hätten wir hier hinten vielleicht sogar noch Platz für zusätzliche Wohnhäuser, schauen wir uns aber die nächsten Male an. Ich mache an dieser Stelle Schluss für heute, sage an euch vielen Dank fürs Zuschauen, würde mich freuen über Tipps und Tricks in den Kommentaren und natürlich auch eure Meinungen zum Thema Großprojekte und was ich vorhin schon angesprochen habe, wie sieht es aus mit einer großen Klinik. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht es gut und Servus!